Wir sollten mehr darüber nachdenken, um welchen Verzicht es jeweils geht. Ja, also verzichte ich auf etwas, was tatsächlich entbehrlich ist, oder wird mir ein Verzicht aufgezwungen, etwa durch die Kürzung von Sozialleistungen oder so. Ne? Also da, glaube ich, sollte man stark differenzieren, weil auch Verzicht ist natürlich ungleich verteilt. Also breite Bevölkerungsschichten müssen jetzt schon sehr, sehr stark verzichten, einfach aufgrund von Abbau von Sozialleistungen. Ja? Oder überlegen Sie mal, wer kann sich jetzt gerade die Gasrechnung leisten und wer nicht. Ja? Also ich glaube, da habe ich auch drüber nachgedacht, also Verteilung von Verantwortung, aber auch Verteilung von Verzicht, ja? Ist, glaube ich, ein Thema, was wichtig ist in dieser Situation zu bedenken. Also ich finde diese Rede von Verzicht immer ein bisschen problematisch. Also weil es geht ja nicht nur darum zu verzichten. Okay, ich dusche kürzer, Verzicht. Ich heize weniger, Verzicht. Es geht doch auch darum, einfach die Einstellung zu ändern. Ich habe eine andere Haltung, wie ich mein Leben gestalte.